Ja, jetzt stehen wir hier bei Martin Ebner von Fun Guitars und der Phil ist direkt mit dem Auge voller Glück ins Necronomicum gefallen. Phil, würdest du mal ein Detail hier aufnehmen? Danke. So, der Phil freut sich. Wir haben jetzt den Martin auch da. Martin, erzähl mal, wie kamst du der Gitarre? Naja, man braucht ein spannendes Projekt für die Holy Grail Show. Und da wollte ich ein bisschen auffallen. Und man dachte, die Gitarre ist tot, sagen alle. Deswegen, es sieht so aus, aber es ist nicht. Geiler Gegenbeweis quasi. Gibt es irgendwelche verrückten Extras außer der Optik, die du da eingebaut hast? Alles, komplett. Also das Glasauge ist ein Original-Glasauge, eine Augenprothese aus den 30er Jahren. Das Leder ist feinstes Leder aus Italien. Die komplette Hardware ist dran angepasst, also das ist alles handgefertigt und geaged. Wie lange hast du gebaut? Na gut, 3 Monate waren das jetzt. Ja, ja. Also exklusiv an der Gitarre? Na, schon natürlich auch ein bisschen an was anderem, aber 3 Monate Bauprozess war jetzt schon drin. Was muss ich hinlegen, wenn ich die jetzt mitnehmen will? Inklusive Galgen 6800. Das ist für den Tod viel, aber für eine gute Gitarre ist in Ordnung. Danke, Martin.